Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem neuesten Video. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Osterzeit. Wir starten nämlich jetzt direkt los Richtung April. Wir haben eigentlich auch schon April. Auf jeden Fall kommt jetzt mein Leserückblick vom Monat März noch für euch. Im März habe ich 4 Bücher gelesen. Das waren 2 Taschenbücher und 2 Hardcover. 2 davon, die Hardcover, waren auch wieder ganz schöne Kaventsmänner mit 700-800 Seiten. Daher sind es nur 4 geworden. Wir möchten hier ja nicht unter Druck geraten. Jeder liest so, wie er möchte. Jeder liest so viel, wie er kann. Bei mir war jetzt im März ja noch 4 Tage MagicCon, wo ich dann auch zwar ein Buch dabei hatte, aber gar nichts gelesen habe. Wie das eigentlich schon vorauszusehen war. Dann war Ostern, da verbringt man auch lieber die Zeit mit Familie und mit Freunden, anstatt daheim im Bett zu liegen oder auf der Couch und ein Buch zu lesen. Aber dennoch sind es 4 Bücher geworden und ich finde das auch gut so, denn es waren 4 sehr gute Bücher. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an, mit dem ich in den März gestartet bin. Der März hat für mich mit diesem Schätzchen hier begonnen. Liza Grimm, die Götter von Asgard. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe darüber auch eine Rezension schon abgedreht und die ist auch schon online. Deshalb werde ich auch gar nicht mehr so allzu viel von diesem Buch erzählen. Jetzt nur mal die grobe Zusammenfassung. In Die Götter von Asgard geht es um Rey, die in München lebt. Sie ist so eine Art, ich nenne es mal Einzelgänger, hat nicht wirklich viele Freunde. Ihre Familie macht ihr sehr viel Druck, was Studium und ihr Leben angeht. Ihre Schwester ist dagegen ja so perfekt, wie sie sagt. Dann lernt Rey Kara kennen. Sie nimmt sie mit nach Berlin und dort überschlagen sich die Ereignisse. Sie kriegt raus, dass sie sozusagen auserwählt ist, die Götterwelt oder das Schicksal der Götterwelt zu verändern. Sie kriegt dann auch raus, dass Kara gar kein Mensch ist und plötzlich tauchen irgendwelche Götter auf. Wer Fan von Loki, Thor und Co. ist, sollte sich das Buch definitiv mal zu Herzen nehmen. Ich als alter Marvel-Fan musste das Ganze natürlich lesen und ich war sowas von begeistert, auch wenn meiner Meinung nach Thor viel zu kurz gekommen ist. Und am Schluss, ich nenne es jetzt mal nicht, es kommt ein Cliffhanger, aber da ist noch ein, zwei Seiten, wo man auf mehr hoffen kann, auf mehr Geschichte, die noch folgt. Aber Liza aka Jenny hat es auf der Leipziger Buchmesse verraten, deshalb kann ich es euch jetzt natürlich auch erzählen. Es wird keine Fortsetzung von Die Götter von Asgard geben, sondern es wird so eine Art neue Geschichte über einen anderen Charakter. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie man das nennt. Was nennt man? Spin-off. Spin-off nennt man das. So, jetzt aber. Es wird ein Spin-off von Die Götter von Asgard geben. Und zwar geht es dann in dieser Geschichte um Kara. Kara war ja sowieso auch einer meiner liebsten Charaktere in dem Buch. Von daher bin ich schon sehr gespannt und freue mich schon auf die Fortsetzung. Die nächsten beiden Bücher, die ich gelesen habe, kann ich euch natürlich mal wieder zusammen zeigen. Denn wer meine Leserückblicke gut verfolgt hat, der weiß, welche Reihe ich gerade am Rereaden bin. Und zwar wären das diese Schätzchen hier. Und zwar sind das Band 4 und Band 5 der Chroniken der Unterwelt-Reihe von Cassandra Clare. Und ich liebe diese Reihe, wie ihr wisst. Ich liebe sie. Auf jeden Fall hat Band 3 aufgehört mit der großen Schlacht in Alicante, die Gruppe unsere Protagonistin gewonnen hat. In Band 4 geht es dann auch viel um den Charakter Simon. Simon war ja nie so mein liebster Charakter. Er war zwar da und er wurde geduldet, aber er hat sich nicht ganz so in mein Herz geschlichen wie die anderen Charaktere. Und in Band 4 geht es wirklich viel um seine Geschichte. Er kriegt ein Angebot von dieser Vampir-Dame Camille. Die ist ja schon ganz, ganz alt und die war ja vorher mit Magnus zusammen. Und es sind ganz viele Storyteile, die hier in Band 4 auch ineinander laufen. Dadurch, dass Clary jetzt die Ausbildung zur Schattenjägerin macht, sieht man davon oder hört man von ihr in dem Buch auch anfangs nicht allzu viel. Erst
später, als gewisse Dinge passieren, ich möchte jetzt nicht spoilern, als, sag ich mal, in der Stadt passieren merkwürdige Dinge und Clary geht denen auf die Spur. Simon kommt auch auf den Trichter, dass an einem gewissen Ort etwas nicht stimmt und so laufen alle Stränge zusammen zu einem Endgegner. Wenn er in der Gaming-Szene wären, würde ich es jetzt Endgegner, Bosskampf nennen. Auf jeden Fall taucht ein böser Dämon auf. Der Name steht hinten drauf, deshalb kann ich ihn auch verraten. Lilith taucht auf und es kommt mal wieder zu einer Schlacht. In Band 5 geht es dann weiter mit dem Ende des Kampfes, beziehungsweise wenn es noch ein Band 5 und ein Band 6 gibt, kann man sich wohl denken, wie die Schlacht ausgeht. Lilith ist besiegt und Sebastian ist wieder da, oder Sebastian, ich bin mir da nie so sicher, ich nenne ihn immer Sebastian, weil ich es von den Serien so kenne, aber in den Büchern, als ich zum ersten Mal gelesen habe, habe ich ihn immer Sebastian genannt. Und wie ihr natürlich auch vielleicht schon wisst, ist Sebastian ja Clarys Bruder Jonathan und seine Seele ist mit der Seele von Chase verknüpft und Chase muss sich ihm anschließen, weil er von Lilith so ein Mal aufgedrückt bekommt oder eingeritzt bekommt. Und irgendwie ist das dann so, dass seine Seele komplett oder sein Charakter komplett anders ist. Und Clary muss sich jetzt entscheiden, gehe ich mit Chase mit oder bleibe ich im Institut und helfe den anderen. Sie geht dann mit Chase mit und die drei erleben dann einige kuriose Dinge. Sie kriegt dann auch mit, was Sebastian eigentlich vorhat. Und ich möchte euch das Ende jetzt nicht verraten. Das müsst ihr natürlich im nächsten Lesemonat sehen, wie es dann in Band 6 weitergeht. Ich habe mir übrigens, wenn ihr mein Rebuy Unpacking gesehen habt, noch die Chroniken der Schattenjäger gekauft. Das ist ja die Vorgeschichte zur Chroniken der Unterwelt-Reihe. Und die habe ich noch gar nicht gelesen. Also da kommt auch diesmal was richtig Neues auf. Und als letztes im März gelesen habe ich mal wieder ein Colleen Hoover Buch. Und zwar Hope Forever. Ich habe das Buch bei Thalia gesehen, glaube ich. Ich glaube, Thalia war es. Hab gedacht, ach ja, könntest mal wieder sowas Taschenbuchmäßiges kaufen, was man relativ schnell durchgelesen hat, so eine schöne Liebesgeschichte mit ein paar Hindernissen. Und ich fand, dafür hat sich das sehr gut geeignet, nachdem ich den Klappentext gelesen habe. Aber wenn man sich in das Buch reinliest, wird einem von Seite zu Seite mehr bewusst, dass es nicht einfach nur eine simple Liebesgeschichte ist. Nein, Colleen Hoover hat sich hier in dem Buch ein Thema ausgesucht, das eigentlich eine schwere Kost ist. Es geht um Missbrauch, es geht um Familiendramen. Und ich habe das Buch, glaube ich, wirklich, ich hatte es vor der MagicCon angefangen. Wie gesagt, innerhalb dieser Zeit habe ich gar nicht gelesen. Dann kam Ostern, also ich hatte wirklich so eine Woche, anderthalb Pause, bis ich das Buch weitergelesen habe, aber war da auch gerade an der Stelle, die super spannend war, wo so ein richtiger Twist drin war im Plot. Hab dann nach Ostern weitergelesen, als dann die ganze Familie nochmal abgereist war und wir unsere Ruhe hier wieder hatten, Lani und ich, und hab dann das Buch innerhalb von 2 Tagen komplett noch nach der Arbeit fertig gelesen. Und ich muss sagen, ich fand Will und Liken ja schon richtig, richtig gut. Aber es war nicht so gut wie dieses hier. Also ich habe, glaube ich, auch beiden Büchern bei Goodreads 5 Sterne gegeben. Aber was hier verarbeitet wurde und was da für eine Geschichte dahinter steckt, ich habe das Buch wirklich sehr genossen und gleichzeitig auch gehasst für die Thematik. Aber es war eine Thematik, die mich auch einfach jetzt mal interessiert hat. Und ich finde es einfach nach wie vor unfassbar, was in manchen Familien passiert und wie manche Menschen mit solchen Angelegenheiten umgehen und wie stark sie aus solchen Dingen herausgehen. Also das Buch, das regt schon ziemlich zum Nachdenken an. Ich habe bestimmt noch 2 Tage danach, habe ich mir Gedanken über dieses Buch gemacht und habe mir überlegt, jetzt stell dir mal vor, das ist ja jetzt kein Thema, das aus der Luft gegriffen ist. Es gibt wirklich
Familien, in denen Missbrauch vorkommt, in denen es einfach nicht so ist, dass der Vater oder die Mutter liebevoll mit ihren Kindern umgehen, sondern ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Dieses Buch hat mich so dermaßen aufgewühlt und dennoch habe ich es so gerne gelesen und kann es euch echt nur wärmstens ans Herz legen. Auch weil Colleen Hoover einfach so einen super schönen, luftig leichten Schreibstil hat, nenne ich es mal. Das lässt sich alles so gut lesen und die Protagonistin ist so süß. Also ich habe selten eine Protagonistin erlebt, die wirklich so stark war und egal was für Steine ihr in den Weg gelegt wurden, sie hat sich den Staub abgeklopft und ist weitergegangen. Und ich würde fast auch noch sagen, dass es jetzt mal abgesehen von den Chroniken der Unterwelt-Reihe bisher das schönste Buch ist, das ich dieses Jahr gelesen habe. So ihr Lieben, das war mein Leserückblick aus dem Monat März. Der April hat ja schon angefangen, der läuft schon eine Woche und ich habe auch schon ein Buch beendet. Vielleicht drehe ich dazu auch noch eine Rezension, ich weiß noch nicht. Ich habe das Buch nämlich mit einer Freundin zusammen gelesen und da ich die morgen besuche, muss ich erstmal gucken, wie weit die ist, ob die auch schon durch ist. Ansonsten habt ihr ja gesehen, dass ich 22 neue Bücher bekommen habe, die jetzt alle die Chance haben, auf meinem Nachttisch zu landen. Ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr so lang. Ich war nämlich eben schon unterwegs und sind draußen, glaube ich, 22 oder 23 Grad. Und ich finde, das sollte man doch ausnutzen, um die Grillsaison zu eröffnen. Genau das habe ich nämlich heute vor. Ich fahre nämlich jetzt gleich noch zu einer Freundin und dort werfen wir den Grill an. Ich wünsche euch ein wunderschönes restliches Wochenende. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und falls euch die Sehnsucht packt, dürft ihr auch gerne bei meinem Instagram- oder Facebook-Account vorbeischauen. Da heiße ich natürlich auch Canis Minor Art. Und jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und sagt Tschüss.